Hallo Schachfreunde, zu der letzten Analyse der Neuerung im Taimanow-System im Sizilianisch. Da gab es eine Meldung vom Schachspieler Marius Krepmeier und er hat darauf hingewiesen, dass ja in dieser Stellung nicht nur der Läuferzug in Frage kommt nach D4, sondern auch der Springerzug eine Alternative für Weiß ist, in welcher Weiß zumindest Ausgleich erreichen kann. Dem ist nicht so. In einer Partie, ich glaube, es war die letzte Partie, in der das aufs Brett kam, zwischen Ponomarev und Iwantschuk, da kam das so auch aufs Brett. Und hier nimmt Schwarz einfach den Springer raus. Weiß nimmt den Läufer auf A3. Und in der Partie, da ging es weiter mit Dame schlägt E4, gefolgt von Dame auf D4. Und hier sagt Marius natürlich, dass die Stellung dann doch ausgeglichen sein sollte. Dem widerspricht auch Houdini nicht, das stimmt. Allerdings ist der Damenzug nach E4, das Schlagen des Bauern, hier nicht sinnvoll. Auch wieder die Ironie des Schicksals, das Damenschlagen auf E4 ist nicht gut. Hier muss man mit dem Springer auf F6 ziehen und den Bauern im nächsten Zug mit dem Springer abholen. Und Schwarz sollte hier auf jeden Fall besser stehen. Es könnte hier weitergehen, beispielsweise mit der kurzen Rochade von Weiß. Der Springer nimmt den Bauern raus. Die Dame geht zum Beispiel nach D4 und Schwarz rochiert einfach. Und wenn wir uns die Stellung anschauen, dann denke ich, hat der Computer nicht ganz so Unrecht, wenn er die schwarze Stellung bevorzugt. Die weiße Bauernstruktur sieht doch sehr, sehr krank aus. Zwar hat Weiß das Läuferpaar und das wird auch von Houdini sehr, sehr hoch bewertet. Auch wenn das Läuferpaar in gewissen Stellungen nicht sinnvoll ist, bewertet Houdini das Läuferpaar, wenn es eine Seite hat, als sehr gut an. Aber wie dem auch sei, es kann natürlich auch anders weitergehen. Weiß könnte hier beispielsweise den Läufer nach F3 ziehen, um den Bauern zu decken, aber dann nimmt Schwarz einfach mittels Turm, schlägt A3 den Bauern raus und immer noch hat Weiß hier sehr, sehr schlechte Bauern, die demnächst abgeholt werden. Wieder der Hinweis, Weiß hat hier das Läuferpaar und das wird von Engines grundsätzlich höher bewertet, als wenn man es nicht hat. Und wir gehen nochmal zurück in der Stellung, die Iwantschuk angestrebt hat. Iwantschuk hat, wie gesagt, in dieser Stellung mit der Dame auf E4 genommen. Dame auf D4 kam. Er hat die Partie, ich bin mir nicht ganz sicher, glaube ich sogar mit Schwarz gewonnen. Die Stellung bewertet der Computer als ausgeglichen, aber wir dürfen hier nicht vergessen, dass es Schwarz ist, der die bessere Bauernstruktur hat und Weiß mit diesem Bauerngerippe recht wenig anfangen kann. Er hat, wie bereits gesagt, das Läuferpaar, aber das ist meiner Meinung nach nicht genug Kompensation, um diese Stellung mit Weiß weiterzuspielen. So viel zu diesem Nachtrag. Vielen Dank an Marius für den Hinweis. Mit Springer schlägt B5. Ich habe diese Variante in der Analyse ausgelassen, weil sie direkt forciert zu einer schlechten Stellung für Weiß führt und der Läuferzug nach D4 bisher als Hauptvariante galt. Springer schlägt B5, löst also die weißen Probleme nicht. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Alternative. Ich habe keine gefunden. So viel hierzu und bis zum nächsten Mal.